War der heute Donnerstag, gell? Ich muss nicht ins Training. Okay. Ja, ist Donnerstag, zum Glück. Gott sei Dank. Ja, okay, schon wäre ich ja eigentlich noch nicht hier. Ach, das war heute mal wieder so lustig. Was denn? Vor allem die letzte Stunde. Und dann hat's mich so aufgeregt, Alter. Ohne Scheiß. Was denn? Also wir hätten ja normalerweise... Ich hab dich angelogen. Warum? Ich hab einen Ofen zu viel gemacht. Warum? Das sind 5 Öfen. Ja? Ja, ich hab viel gebraucht. Ach so. Ja, 5 mit dem, was halt schon steht. ich hab gefragt, wie viel wir brauchen, nur so 5. Ja, sorry, heb den halt auf für irgendwas anderes. Was ist das Extractor? Extractor, ey. Nee, also in der letzten Stunde hätten wir eigentlich Englisch gehabt. Aha. Und dann in der Stunde davor hat die Lehrerin schon gesagt, oder hat so gefragt, ja, wen habt ihr denn jetzt noch? Und dann haben wir gesagt, der Herr Uana, also so heißt der halt, ist Südafrikaner. Mhm. Hat er gesagt, der? Herr Uana? Der ist von Frankreich, habe ich gedacht. Was ist dann? Stunde beginnt, wir warten, keiner kommt. Und dann habe ich so gesagt, ja komm, Alter, um 13 Uhr hätten wir normalerweise aus. Aha. Und dann habe ich so gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht, wenn ich aus habe, dann noch auf meinen Zug auf meinen Bus warten. Ich gehe einfach schon um 12.40 Uhr. Und eigentlich müsste die Schule uns bis 13 Uhr unterrichten, damit wir nicht mehr in Betrieb müssen. Habe ich gesagt. Haben wir einfach so gesagt, ey komm Leute, wenn, ganz ehrlich, wir alle gehen jetzt und dann einfach alles in ruhig. Und dann sind wir einfach alle gegangen. Und dann gibt es ja so eine Busverbindung. Also ich war richtig spät dran. Normalerweise brauche ich 1/4 Stunde zum Bahnhof. Und dann habe ich so gesehen, scheiße, in 12 Minuten fährt mein Bus. Habe ich richtig Gas gegeben. Und dann so ein Bergstückchen weiter oben stand das Gymnasium und die Realschule und da ist so eine Bushaltestelle. Und da habe ich gesehen, dass der Bus gerade kommt. Und da habe ich gedacht, scheiße, Mann, was machst du jetzt? In 6 Minuten kommst du dann niemals zum Bahnhof. Und der Bus fährt ja eigentlich fast direkt zum Bahnhof hin. Und was ist dann? Ich fahre, steige einen Bus ein, habe mich dann entschieden. Und dann fährt der Bus gerade so... Gerade zum 52, wo eigentlich dann mein Bus hierher fährt, steige ich gerade aus dem Bus ein, fährt mein Bus weg. Und das nur, weil das so ein scheiß Spasti war, der wahrscheinlich seine Prüfung gemacht hat, der dann halt mit 20 in der 30er-Zone rumfährt, weißt? Andere Busfahrer rasen da durch und der Spasti fährt da halt langsam wie... Boah, Alter, das hat mich so aufgeregt. Das hat mich... Und ich habe nämlich die Möglichkeit, noch eine Haltestelle vor dem Bahnhof auszusteigen. Nein! Doch hätte ich, ja. Klar, ja, aber und dann müsste ich ein paar Meter laufen, dann könnte ich in den Bus einsteigen, weil dann da kommt der 2 Minuten später dann. Habe ich mir echt überlegt, Mann, scheiße, es wird richtig knapp. Wenn die dir dann entwischt, dann muss warten. Und dann denke ich so, ach komm, das reicht locker, du hast noch 2 Minuten bis zum Bahnhof. Und dann fährt der Spasti so langsam, ja. Ja, sehr schön, ja, ganz toll. Was ist denn? Nix, alles gut. Lass mal kurz schlafen. Warum denn nicht? Ist nicht gut. Warum denn? Hey, was ist denn? Ich versteh's nicht. Das ist alles, was von der Maschine übrig geblieben ist. In deinem Inventar. Was? In deinem Inventar. Ja? Ja. Maschinenblock. Das, ja. Ja? Das ist was von der Maschine übrig geblieben ist. Von welcher Maschine? Vom Extractor. Hä, warum kommt dann Maschinenblock raus? Weil ich den mit der Spitzhacke abgebaut hab. Hä, warum kommt dann Maschinenblock raus? Weil ich normalerweise eine Wrench brauche. Ich hab eine falsche Wrench gebaut. Und dann dachte ich mir, gut, wenn es mit der Welt nicht geht, jetzt wahrscheinlich beim Abbauen, dann brauche ich es auch nicht. Oh Gott. Und warum hat der viel gekostet oder was? Ich sag's mal so, 4 Tree Chaps in Electronic Security. Okay. Es war nicht wirklich viel, aber ja. Man hätte sich sparen können, sagen wir so.
Paddy, soll ich jetzt sauer sein? Wenn du willst. Also ich geh jetzt schlafen. Ah. Oh Gott, oh Gott. Hast du nicht dran gedacht oder was? Was? Oder hast du nicht gewusst, welche du nehmen sollst? Ich hab nicht gewusst, welche ich nehmen soll. Aber das ist natürlich dumm. Guck mal, kann das sein, dass die Öfen keine Energie bekommen? Ja, wenn eben Ding. Warte. Ja, das kann gut sein, dass es zu wenig Energie ist, was ich bekomme. Also, guck mal hier, das sieht so komisch aus. Kann es sein, dass die keine Energie bekommen? Die kommt zu wenig an, wie du gerade schon gesagt. Achso. Wollen wir mal zuhören? Oh, mein Arsch tut weh. Oh Gott. Juli? Ha? Ich hab kein Restaurant mehr. Dein Mutti. Ich hab kein Restaurant mehr. Hast du das ganze Restaurant jetzt verheimelt, oder was? Oh Gott. Verhemmelt, was ist das? Was habe ich gesagt? Verhemmelt. Ja, weiß ich nicht, ich habe irgendein Wort gesagt. Es ist ein neues Wort, ohne Witz. Ja, genau, da ist so ein Hauptschüler bei uns in der Klasse. Jetzt weiß ich nicht, ob der das Video anguckt, scheiße, die wissen alle, wie unser YouTube-Kanal heißt, ist jetzt egal. Der hat so gesagt, wir mussten so einen Text vorlesen, hat er so gesagt, ja, also bei mir ist immer alles überdacht, aber eigentlich wollte er sagen durchdacht. Nee, das war anders. Wir waren heute Morgen bei so einer Buchpräsentation, weil heute sind bei uns Literaturwochen, ja. Da hat so ein Typ sein Buch vorgestellt und dann mussten wir halt so Kritik äußern. Bei seiner Vorstellung halt. Und dann hat er so gesagt, also ja, also sein Vortrag war sehr überdacht. Wir haben uns so den Arsch abgelacht. Weil ich am Anfang alles so und Lehrerin auch so, hä, wie überdacht? Und dann sagt einer so, ja, ich glaube, du meinst durchdacht. Und der so, ja. Oh Gott. Weichen wir dann natürlich der Rest der Stunde, ja, also ich überdach auch immer alles. Oh Gott. Das ist schon ein Fall für sich. Soll ich jetzt machen? Fuck, ich soll schon wieder vergessen. Redstone Farm, glaube ich. Nein, ich will gerade was anderes machen. Oder guck mal, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt, Redstone zu produzieren. I don't think so. Ja, ich denke es zwar auch nicht, aber nachgucken kostet ja nichts. Doch, kostet extra. What do you better? Ja, sonst nix? Wir könnten in Nether gehen. Warum? Da gibt's wieder Nether Quartz. Aber nicht das, was explodiert, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Werden da die Zombie Pigments. Keine Ahnung! Ja, aber warte, wir brauchen ja erstmal Obsidian. Ja, eben. Muss man wieder selber kommen. Oder willst du wieder gießen? Ne, nicht nochmal. Ach so! Stimmt, ich erinnere mich da an was. Hey Juli, ist es nicht zu klein? Hey, wie zu klein? Stimmt, da war ja was. Ja, leider. Schade, dass es nicht funktioniert hat, das Portal. Echt schade. Also ich kann nicht verstehen, warum du. Alter, das war so geil. Vor allem, wie ich es nicht kapiert habe. Ja, ich auch nicht.